Jo, moin, moin, Flügel und Ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Mit wieder herzlich willkommen zu Weiherspielen zusammen mit dem Kenny und dem Valvo. Hallo. Patricia am Rädchen, hallo. Oh ne, wir schauen heute rein bei 12 is better than 6. Ja, ich hätte auch gern lieber 12 Millionen als 6 Millionen auf dem Konto. Also, ich stimme dem Spiel schon völlig zu. Ich dachte, 12 Minuten geht das Ganze jetzt. Ja, stimmt. 12 Minuten ist besser als 6 Minuten, weil man kann erst ab 10 Minuten monetarisieren auf YouTube. Harter Spieler hat's verstanden. Wir spielen's auf der Switch. Oh nein. Warum heißt es dann nicht Tennisball? Oh, nein. Wir müssen durch Tutorial. Ich sehe jetzt schon WASD, Leertaste, Maus links, rechts. Boah, Alter. Heieiei. Juan. Oh, Juan. Hey, hoch mit dir. Hoch mit dir. Wie heißt du? Okay, wir lassen das Sprachtalent dran. Warum ist der Mexikaner ein Russe? Ich kann mich nicht erinnern, warum du ein Russe bist. Wir sprechen einen Mexikaner. Arriba, arriba. Ach, keine Ahnung, was dir diese Maricon verabreicht haben. Oder ob du zu oft eins auf die Nuss bekommen hast. Du bist schon der Dritte in diesem Jahr, der seinen eigenen Namen vergessen hat. Hey, das könnte ich sein, hallo. Ich füttere dich schon seit 3 Tagen durch. Dabei bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Hab ich schon gefragt, woher der Eichelkäse kommt? Mir dröhnt der Kopf, wo bin ich? Zum Glück weißt du, diese hohen Stimmen, weißt du, hast du diese Kreaturen dabei. In Mexiko. In der Apostelgrube. Mit etwas Glück überlebst du hier einen Monat. Ich heiße Juan. Und du heißt ab jetzt Nummer 3. Los. Hell, 12 oder 6? 12 ist besser als 3, als 6 und du heißt Nummer 3. Das ist Nummer 3. Los. Und der wird dir die ganze Zeit so ein High Five geben. Schnapp dir den Wagen. Auf der rechten Seite. Ja, ich wundere mich auch schon. Zum Ausgang. Schieb ihn zum Ausgang. Los. Ich soll ihn zum Ausgang schieben. Okay. Überspringe mit E. So. Ich meine, aber du kannst ja das Tutorial überspringen. Ah. Ah, guck mal, WASD, wie haben wir es vermisst? So, ich bin in Frage, also muss ich hier rum? Wo leuchtet es denn? Aha. Die Musik ist geil. Der scheitert schon im Tutorial. Pushwagen, okay. Push the card. Pushen. Ja, Freunde, wir machen jetzt in Minenarbeiten hier. Der Arno muss pushen, muss der Arno. Push the button. Das ist alles besser als Minekraft. Ja, nee. Musa Busch, Busch, Busch. Du bist dran. Wie geht's deinem Kopf? Nummer 3. Besser. Nummer Juan. Nummer 69. Wunderbar, merk dir ein paar einfache Regeln. Wenn du keine Prügel vom Aufseher beziehen willst, bewegst du die Lore. Wenn du keine Prügel vom Aufseher beziehen willst, bewegst du die Lore. Was zu beißen gibt's einmal täglich. In dem Haus. Meine Nachbarin heißt Lore. Schuppen aussieht, das war's. Prügelt die sich auch immer, oder? Die bewegt auch immer den Kahn. Nennst du mich Nummer 3? Was ist mit Nummer 1 und Nummer 2 passiert? Ich will es gleich wissen. Die hat er auch sehr zu Tode geprügelt. Nummer 1 ist eine Faulheit. Nummer 2 wegen einer Wette. Haben wir jetzt eigentlich ernsthaft hier schon 3 Tage gespielt? Na, fühlt sich so an. Dann kannst du mal sehen, wie lange du brauchst. Ne? Was für eine Wette? Wette denn das? Er hat mit dem Koch gewettet, dass 5 Peitschenhiebe reichen, um einen Menschen zu töten. Genug gequatscht. Bewegen die Lore. Ich finde es toll, dass manchmal Mausklick funktioniert und manchmal kann ich nur mit E hier was machen. Liegt da schon tot da drinnen? Weil da so ein Leichensymbol ist? Ah, okay, da drüben ist ein Gegner, wahrscheinlich. Ja, ich dachte, das wäre so ein Toter in der Lore. Der Pfeil, wo ich hin muss, dachte ich, wäre das immer. Alter, das waren 17 Tage, Mann. Okay. Huren! Ja. Als ich den ersten Tag hier nicht verreckt bin, verdanke ich dir. Leider habe ich nichts, um dir den Dank zu geben, außer, naja. Außer eine Lore, die ich gerade auf der Tasche habe. Ich brauche keine Dankbarkeit, Nummer 3. Aber es gibt da etwas, das du für mich tun könntest. Töte den Aufseher.
wenn sich die Gelegenheit bietet. Und jetzt schiebt die Lore weiter, bevor noch jemand Verdacht schöpft. Eieiei. Arno, du musst schieben. So, ist ja gut, ich schieb ja schon um mein Leben. Das ist super. Du oller Schieber. Oh, wir können uns zum ersten Mal frei bewegen. Ich könnte, glaube ich, gerade feststellen, warum ich das Spiel nur eine halbe Stunde gespielt habe. Jetzt wird gehackt hier, Wahnsinn. Jetzt baut er sich ein Haus da, Arno, wie in Minecraft. Wie kann man sich denn hier mal... Das Komische ist, ich drücke jetzt nur D, aber der Charakter dreht sich halt und das ist A. Und der das ist... D heißt ja auch Dance. Der dreht sich um den Punkt, auf den du zielst. Ah, oh Gott, ist das ein Komplett. Oh, das ist so hier, sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? Keine Erfahrung Richtung Hotline Miami oder sowas? Nee, hast du nicht gespielt? Sagt der Titel noch nicht mal was. Boah, was? Und das nächste Spiel, was wir kaufen müssen. Das ist teuer. Aber Honey Poop kostet nur 12 Euro. Arno kriegt nur Schuhspiele von uns. Ja, wobei, das Chip war schon ganz nice. So. Ich mach mal den Aufseher, bis der Overseer. Was glotzt du so, du Bastard? Und ist heute nicht vom Mittagessen zurückgekommen. Ich bin tot, nein. Und was geht dich das an? Ich hab Hunger. Ich schuld ihm etwas. Ha! Dann betrachte deine Schulden als bezahlt, Pendejo. Und Pendejo. Ist... Pendejo. Pendejo. Entschuldigung, ich kann kein Mexikanisch. Ja. Meine Güte. Pendejo. Pendejo. Uns ist das Hundefutter ausgegangen und Juan war sowieso schon zu alt zum Arbeiten. Wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Hm? Er ist in Urlaub gefahren. Du hast dir den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Ja, verdammt. Und jetzt bewegt die Lore, bevor dir das Gleiche passiert. Ach, jetzt wieder nur das sah gerade aus, als würde das Skelett noch atmen. Schieb die Lore zurück ins Meer. Da sind Fasser. Okay, damit kann man nichts machen. Fasser hat der Scooter. Nicht zu fassen. Wo ist er? Oh. Wow. Okay, du bist gerade im Tutorial da gegangen. Ja. Ich meine, ich soll hier hingehen, das ist ja schon so weit, also... Was tust du? Gar nichts, also ich renne hier nur mit einer Axt. Das wird lustig, liebe Leute. Also, habe ich auch eine Waffe? Ah, so. Er bringt die ganzen Bauarbeiter um. Das war eine Wache, das ist selbst schuld. Sag das mal seiner Frau. Oh, ich glaube, wir haben Juan wieder gefunden. Da liegt er noch. Leicht angebissen. Da ist da unten noch ein Gegner gewesen, oder? Gerade? Wow, man kann die Sachen nicht sammeln, okay. Du kannst auf E drücken. Ja, aber da tausche ich nur durch zwischen der aktuellen Waffe und der anderen Waffe. Was meinst du mit unten ist noch eine andere Waffe? Da war zumindest gerade noch ein Totenkopf-Symbol, aber jetzt ist weg. Okay. Ich renn mal zu den anderen drei Totenköpfen. Okay. Ja, aber vielleicht ein bisschen langsam. Es gibt hier kein Schleichen, es gibt nur die WASD-Geschwindigkeit. Durchspeeden meine ich, ist vielleicht nicht so clever. Revolver ziehen und Hahn spannen mit rechter Maustaste. Den Hahn spannen. Spann den Hahn. Das sind ja solche Dinge, solche... Wie heißen die? Vogelscheuchen. Wow, Arno, bist du vorher ein Vogelscheuchen verreckt? Kann das sein? Was? Nein, ich vorhin... Vogelscheuchen getötet. Wann denn? Als du gestorben bist. Ja, das war eine Wache, die hat auf mich geschossen. Das hast du ja wohl mitbekommen, oder nicht? Dann drücke er erst. Ich sehe hier nur Vogelscheuchen gerade. Ja, hier, aber das andere. Ich meine, das sind Ziele, die Totenköpfe. So, okay, da vorne gibt's ein Gewehr.
Die Munitionsverschwendung, ich habe gar keinen Bock die ganze Vielleicht Zeit. Zum Spiel ganz kurz, kam 2015 raus, kostet aktuell 7 Euro auf Steam, Entwickler Inkstain Games, Publisher Hype Train Digital. Hype Train? Haben wir die nicht schon mal? Sagt mir jetzt nix. Ich schau grad, was der Entwickler gemacht hat. Stone Shard, das sagt mir noch was. Ich zumindest auf der Wunschliste. Die sagt mir nix. Und Time Train, Police Stories ist von denen. Das habe ich. Das sehen wir noch bei mir. Warte. Von hier sieht ihr, kommt da oben so. Bewertungen sind ganz gut. Kürzlich 76%, overall 83%. Okay. Und es gibt einen DLC. Haben wir schon im Tutorial, also im Menü gesehen. Das ist mit Bleistift gemalt. Apostel. Scheint aber nicht ganz so geil zu sein, nur 53%. A Christel von der Postel. Lustig. Ich behalte die Waffe einfach mal. So. Interessanter Stil auf jeden Fall. Ist, ja, wie Kenny schon gesagt hast, Hotline Miami Prinzip, Spielprinzip. Mit, ja, Grafik von einer 6-Jährigen gezeichnet. Also Zoom gibt es übrigens gar nicht, ne? Also das, man kann nicht näher ran oder weiter weg oder irgendwie drehen. Ja. Das ist. Die Kamera ist vorgegeben sozusagen. Oh. Ich finde das so überhaupt nicht vom Stil wie von einer 6-Jährigen gezeichnet. Nee, ich meinte jetzt eigentlich mit den Schwarz-Weiß, Kritzelgrafik, Bleistiftgrafik. Echt, du hast als 6-Jähriger nur Schwarz-Weiß gezeichnet? Ja, mein Leben war nur Schwarz-Weiß. Und dann habe ich mal das Licht angemacht. Dann bin ich unter der Bettdecke hervorgekommen. Der Gringo scheint nach etwas zu suchen. Und okay, und wer? Wo ist denn der Gringo? Oh. Du bist nicht gestorben. Ja. Nice. Man magst das Schwein auch kurz Schwein. Hab ich auch kurz gedacht, ob das irgendwie. Gibt sicher ein Achievement. Munition ist leer. Okay. Wow, wir hatten einen Schuss. Sie ist eingeblendet, wie viel du hast. Wenn du nicht nachladen kannst, dann war's das wohl. Ich du kannst vielleicht eine neue Waffe aufheben. Ich habe schon die auf die Revolver gewechselt, die hat offensichtlich auch keinen Schuss. Und nachladen, ne, hier ist auch nichts. Okay, hat der hier eine Waffe? Den Revolver hast du ja nicht mehr, den hast du ausgetauscht. Jetzt hast du zwei Schuss oben. Zwei Schuss oben rechts siehst du jetzt. Okay. Aber da steht auch 0 von 14. Was heißt denn das eigentlich hier? 0 von 14 gekillt vielleicht? Oder 0 von 14 Ladungen? Ja, dachte ich auch kurz, dass es so Patronenladungen sind, die man vielleicht sammeln kann. Das ist auch interessant. Ja, die haben ja manchmal so auf so einer komischen, ja, ich hab's gesagt, Gerüst drauf oder sowas, womit du die schnell reinlegen kannst. Ja, na, du kannst das Blumsklo als Versteck nutzen. Geil. Würde ich doch machen. Und bricht hinten die Wand raus. Vor wem verstecken wir uns? Ich hab keine Ahnung. Vor einem großen Pupsgas. Vor allem, es kommt auch halt auch gar keiner. Oh, hier geht's einfach weiter, okay. Ich glaube, das war einfach nur ein Hinweis, nach dem Motto, du kannst in irgendwo reingehen und dich verstecken. Er hat gerade auf den Boden gespuckt. Oh. Tot. Okay, ja, liebe Leute. Shooter-Skills von Anruf. Er ist halt so komplett, ne? Komplettes Hotline-Miami-Prinzip, also auch wirklich voll. Eine neue Taste. Nicht nur E, sondern auch F. Da kommt man ganz durcheinander. Zum Dynamit werfen. Schärft das Dynamit. Ich frage mich gerade, ob ich das Dynamit eher auf den Freckle oder auf das Pferd werfen soll. Schön in die Mitte. Au. Fregel hat's aufs Pferd geballert. Okay, aber es ist interessant, man kann das gar nicht wirklich steuern, weil ich habe die Maus hier hingezielt und der hat das Dynamit einfach auf den nächsten Gegner geworfen. Der das in die Flugrichtung geworfen hat und hat ihn doch erwischt, oder? Aber hätte er nicht über ihn drüber werfen müssen, wenn ich hier hinziehe? Wenn er eine gerade Bahn wirft. Okay. Weitermachen. Achievement! Wir sind durch Tutorial durch. In der Mitte des Lebens des Amerikaners.
einen wichtigen Wendepunkt in seiner Existenz. Der Moment, in dem er in die Enge getrieben war. Es war während des sengenden Sommers im Jahr 1873. Die Sonne verschwand langsam hinterm Horizont. Seit einer Woche jagten sie den Mexikaner ostwärts. Sie gaben nicht auf, nicht für einen Moment. Die Flasche an seinem Gürtel war schon leer. Schon fast seit einer Woche. Im Moment gab es keine Anzeichen seiner Verfolgung. Aber er wusste nicht lange und sie würde ihn wieder auf den Fersen sein. Er könnte nirgendwo hin. Die Wüste würde ihn umbringen, wenn es die Kugeln nicht täten. Er musste die Zivilisation erreichen. Dieser Putos können mich hier finden, murmelte er grimmig. Am Eingang der Stadt sah er seltsame Silhouetten. Huch. Oh, die Stimme ist schon ganz gut getroffen. Ja? Sie. Sie. Franzl. Okay, hier können wir uns wieder verstecken. Sie werden mich abhängen. Abhängen? Ich werde sie abhängen. Ich werde einen abhängen. So, ja, hier abseilen. Abseilen? Stimmt. Mission Impossible. Ding, 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 oh mein Gott. Die Frage ist, kann ich hier durchschießen oder ist das ein Hindernis? Scheißen, ja. Ich würde es als Hindernis sehen. Versuch's mal. Okay, hat gut geklappt. Da kommen die beiden. Oh Gott, dies kann ja, also wir kommen gerade nicht richtig. Kannst weit. Du einen Kill-Counter einbauen? Nee. Ja, ein Death-Counter, der so. Stimmt, ich freue mich schon auf deine Videobearbeitungsskills, was Alter. Dieses Flughafen-Dingens betrifft. Da habe ich sogar mal richtigen Spaß dran, an sowas. Explosion! Dann. Enterprise! Ja, das galt für das. Nein! Boah, er ist daneben geschossen, was ist da denn los? Boah. Das hatte da sein Kind mit, weil das so ein kleiner Hut war. Tja. Ein Babyhut. Frag doch mal. Na, wie alt warst du? 3. Ja. Ich hab den Anno vermöbelt mit 3. Was? Niemand, was auf den man schießen kann? Ach, das Spiel gibt vor, wo ich hinballern kann. Ich kann nicht wild einfach so. Boah, du darfst keine hilflosen Tiere töten. Nein. Wie gemein. Sag mal, wie sieht's aus? Waren wir nicht irgendwie am Verdursten? Kannst du dich wenigstens saufen hier im Brunnen? Ich wollte gerade sagen, waren wir nicht am Verdursten? Kann ich hier nicht einfach irgendwie. Naja, so viel zur Story. Jetzt dieser Brunnen nur gefällt mir. Ich glaube nicht. Ja, und hier? Ein Salon. Großartig. Die Pferde trinken noch sehr synchron. Das sieht auch ein bisschen crazy aus. Ja. Wer kennt sie nicht, die Synchronponys? So, hier könnte ich auch noch was trinken. Aber irgendwie will er gar nicht trinken. Genau, sauf einfach raus auch, aus dieser Dingens da raus, wie die Pferde. Du, wenn du am Verdursten bist, nimmst du, glaube ich, lieber das Wasser von den Pferden als gar nichts. Ja, dann. Aber gerade bist du am Verhungern, also musst du erstmal was zu essen finden. Vielleicht die Pferdeäpfel. Hm. Ach, das ist eine Glasche. Da steht doch zweimal was zu essen. Manche nennen es Lasagne. Mmh, Wilkewurst. Lasagne auf 4 Beinen. Vielleicht ist der ausgestopfte Elch auch noch gut hier, der an der Wand hängt. Liga! So, jetzt zeig mal. Bam. Solltest du den töten? Ich dachte! Geh einmal in den Salon als erstes mal. Bam. Aber das war doch der Barkeeper. Egal. Seid ihr friedlich? Bestimmt jetzt, nachdem du deinen Freund weggeknallt hast. Willkommen in Danny's Dienst. Du kommst in die Cutscene, Alter. Okay. Du bist doch von müssen wir wegputzen. Wer macht Will? Also, ich mach mal. Ich will nicht. Ciao, Jimmy, ein Mexikaner in unserer Bar. Ich kann sie nicht aufstehen. Okay, wow. Meine Herren, kann ich fragen? Herren? Du bist doch alleine.
Oder ja, ich war wieder, genau. oder was? Wow. Du heulst und läufst weg. Haha, kapierst du, Jimmy? Ich bin Mexikaner bezahlt worden heute. Aha, da zieh dich. Spuckt auf den Boden in Richtung Barkeeper. Ey, Corona, hallo? Okay, ich war Jimmy. Wer ist Danny Dean? Was glaube ich auch du. Achso, okay. Flüstert, verdammte Idioten. So, ja, ich glaube, ich habe den versehentlich eben gesprochen. Was kann ich Ihnen geben, Mister? Mister Juan. Ah ja, den Namen haben wir schon mal angenommen. Juan Sohn. Juan, sicher. Hm. Also, was kann ich Ihnen anbieten? Essen und Wasser. Dieser Mexikaner heißt Juan. Hast du das gehört? Die heißen doch alle Juan oder hey, schmutzige Tunte, grab weiter. Wow. Alles klar, hier will ich glaube ich ein bisschen die Rassisten heute rausgehen. Wir bedanken uns. Hey, Mexikaner. Warum kommst du, wo kommt mir dein dreckiges, arrogantes mexikanisches Gesicht bekannt vor? Aus Mexiko. Barkeeper. Schnell. Sir, ich kann für Ihre Sicherheit garantieren. Genau. Hey, Muchacho, zeig mir dein Gesicht, greift nach seiner Waffe. Das ist der Typ, der Ranger im Palace Town erschossen hat. Ja, aber nicht der, der den Typ hier drin erschossen hat. Der liegt da einfach nur so rum, hatte kurz einen Moment einen Anfall von Schwäche. Der genießt seine Marmelade. Ja, meine Herren. Achso, jetzt wieder E. Oh Gott. War, Wow. Tot. Das Spiel ist aber auch sehr. Kannst du echt bitte so einen Kill-Counter einbauen? Unverzeihlich. Ja, also. Safin, der Gringos. Jeder Kill, also jeder Treffer ist ein Kill sozusagen. Also Kenny, du möchtest doch auch einen Kill-Counter sehen, oder? Auf jeden Fall. Und die Enterprise. Oh shit. Ah no, Kill-Counter, ha? Huh? Nein. Also wie, was? Nein. Die Tür geht hier gerade total wild. Oh, warte mal, kann ich... Ich glaube, da müssen die Zuschauer einen Kill-Counter okay, machen. Warum hat der Mexikaner denn gerade Russisch gesprochen? Das weiß ich nicht. Ein Russikaner! Gibt's da nicht eine Pizza, die so heißt? Essen. Wenn du es wissen... Was? Was wolltest du sagen? Wenn die es wissen, finden andere es auch heraus. Ich soll die drei Kugeln nehmen. Nimm den Revolver, hey. Nimm die Kugeln. Halte drin. Halte rüber. Wir haben $1,64. Wow, also jetzt. Wir rich wenn der Barkeeper nicht schon tot wäre, dann würden wir uns jetzt richtig was gönnen. Ja, Schlimme ist, hier steht auch wieder Essen und man kann nicht essen und die Aufgabe Essen hat sich auch irgendwie erledigt von selbst. Ja, eventuell hast du gerade ein bisschen ja, du hast schon ins Gras gebissen, deswegen haben wir das auch erledigt. Ah, oh, okay. Die Musik geht hier ab. Total wild, okay. Ist das eine Maus? Ich glaube eher Ratten. Ratte! Heraus! Okay. Die Frage ist, müssen wir den da killen? Oder die? Der chillt doch hier nur gemütlich. Können wir hier vielleicht einfach uns umziehen und dass wir getan sind? Auch nicht, okay. Oder auch dazulegen? Gut. Wow! Kill-Counter! Ey, Kill-Counter. Das ist wohl eine der Folgen, die eher so an 30 Minuten hängen wird. Ja, die haben wir ja gleich erreicht, hey. Meinst du, ob wir dreistellige Tode hinkriegen in den 30 Minuten? Die haben wir auch gleich erreicht. Ich kann mir Anos Fazit leicht ausmalen, glaube ich. Achtung, hallo, da kommt er, ne? Ja, ja. Der ist schon. Und ich bin weg. Wir machen das jetzt hier in Splinter Cell-Manier. Ah, guck mal, man kann Gegenstände umkippen hier teilweise. Okay.
Splinter Cell oder feige weglaufen, sucht euch aus. John Antos, okay. Mein Waren sind noch nicht eingetroffen. Also kann ich nicht arbeiten, außer googeln, Amigo. Ich will nichts anbieten. Anbieten, ja. Das ist alles, was ich brauche. Und ein bisschen Liebe bei die Muchacho. Bist du neu in der Stadt? Ja, aber ich will hier so schnell wie möglich wieder verschwinden. Ja, ein lausiger Ort ist das hier. Kann nicht deine Hintertür benutzen. Ich lass euch allein. Kann nicht die Hintertür benutzen. Ja, natürlich, pass auf den fetten Kerl hinten auf. Oh Gott. Ich gehe einfach rein, vorbei. Ich muss weg hier. Es ist lächerlich, der dumme Bastard Harley hat sich betrunken, meinen halben Laden zerlegt und hatte dann plötzlich Anfall von Gewissensbissen. Warum wollen wir das wissen? Also wollte er mich bezahlen, hatte aber kein Geld. Stattdessen nahm er die Schrotflinte und begann meinen Vorratsraum zu bewachen. Was? Was? Wer hat denn die Storyline geschrieben, Alter? Von den Machern von Timelines. Die Sechsjährige, die das Bild gemalt hat, ey. Er hat meinen Vorratsraum bewacht. Mhm. Er steht am Hintertürchen und wartet. Dass jemand guckt. Dass jemand rauskommt. Selbst ich habe Angst, dahin zu gehen. Er könnte mich für einen Banditen halten und auf mich schießen. Jetzt wieder eh, mein Gott. Oder scheißen. Also hast du viel gesagt, wir sollen ihn ausschalten, ja. Naja, es hat ein Achievement gegeben. Jetzt läuft er da rein, jetzt würde ich genau. Zack, zack. Oh. Okay. Ich hätte ihn vielleicht nicht getötet. Aber ich finde das halt geil, wie die zum Beispiel auch hier mit Farbe arbeiten. Ne? Für Blut, dann die Fußabdrücke, wenn du durch das Blut läufst. Ansonsten das Design ja relativ also schlicht gehalten. In dem Revolver dürfte jetzt nichts mehr drin sein, oder, Arno? Schieß mal. Okay, gut. Du siehst doch oben rechts die Kugeln. Ja, die waren so ausgegraut. Ich glaube einfach. Ja, Schwarz-Weiß-Spiel wird etwas ausgegraut. Ja. Ist das schon Farbenblau drinnen und rot, also da geht's richtig ab. Ja. Farbentechnisch alles dabei. Das Schlimme ist, ich weiß ja gar nicht, ob das alle Farben, die ein Mann braucht, oder? Kein rosa oder orange oder so. Ich weiß halt immer nie, wer der Gegner ist, wenn hier unten nur ein Totenzeichen ist, aber der jetzt irgendwie auch auf mich zurennt und sagt, wo ist er? Oh je. Oh je. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Alter. Ach, come on, müssen wir jetzt. Geh nochmal mit meiner Hintertür spielen, okay. Also man kann nicht wieder vorne raus. Ist Hotline Miami eigentlich auch so mit Deckung und so weiter, Kenny? Weißt du das? Gibt es auch so Halbdeckung und volle Deckung? Nee, ich meine nicht. Okay, also da ist es zumindest so, was ich gesehen habe, wenn man da jetzt eine Schießerei hat und man versteckt sich hinter dem Tisch, dem zum Beispiel, Tisch ja. Da, dass der Tisch halt auch wirklich niedergeschossen wird und dass es als Deckung zählt. Also das ist ganz cool, schön viel Details. Tot. Hä? Wo kam denn jetzt der Zweite her? Wir waren doch vorhin kein Zweiter. Am Klo erschossen, das kennt man von Game of Thrones auch. Mit der Hose. Tot. Warte, ich muss hier noch. Die schöne Story, Arno. Ach, als ob. Aber jetzt haben wir schon $3.36. Hey, wir können schon fast das Spiel kaufen. Der DLC geht sich schon fast aus, Arno, ne? Warum läufst du denn immer wieder zurück? Weil ich gefühlt immer nur erschossen werde, wenn ich zu weit vorpresche. Deswegen laufst du jetzt nur mehr rückwärts, oder was?
Wow, ey, das ist ja. Oh Gott, ey. Also ein schönes Trial-and-Error-Spiel, ne? Tür in die Fresse bekommen. Ja, hier. Oh, oh. Er schmeißt ja, oh, hat's kurz dahin, ey. Ich hab ein anderes Problem, ich hätte nicht die ganzen Bohnen fressen sollen. Oh Mann, ey. Alter, aua. Schöne Level-Designs generell. Mit der Wäsche, die da pendelt. Dass da alles so aufgehängt ist und rumsteht. Ja, mir gefällt der Stil, gefällt mir echt gut. Mir hat jetzt so die, mir ging es bei dem Spiel, als ich es damals, glaube ich, gekauft habe, tatsächlich nicht so um dieses Prinzip oder darum, dass es Western geht, sondern allein wegen dem Grafikstil habe ich mir das, glaube ich, geholt, weil ich den sehr, sehr interessant finde. Ich finde es auch interessant, dass man die Fußspuren sieht. Jetzt wäre interessant, ob die Gegner darauf reagieren können und quasi deine Fußspuren sehen und wissen, dass da jemand langgelaufen ist. Weißt du, dass es quasi so als Spielelement zählt. Ja. Nicht nur als Designelement. Bisher eher nicht so, muss ich sagen, weil die waren jetzt eben hier drin und die sind auch nicht wirklich weiter reingegangen. Du bist halt alle 5 Sekunden tot, deswegen kann man das schlecht rausfinden. Sorry. Bin mir auch nicht sicher, ob die Fußspuren nicht generell dabei sind oder. Nee, die gehen wieder weg nach einer Zeit. Nee, ich meine, ob das Blutabdruck Fußspuren sind oder ob das einfach generell Fußspuren sind. Sind generell. Die halten, du bist halt lange durch an. Teer gelatscht. Es ist der Staub der Wüste. Achso. Der Wüste. Der Wüste. Der Wüste. Wir legen uns jetzt schlafen hier. Gute Nacht. Okay, ich guck halt, ob man hier irgendwas machen kann. Achso. Da unten kocht das Fließ. Du willst deinen Gringo während dem Mittagsschläfchen erwischen, oder? Gib's doch zu. Sie können suchen. Okay, und das Spiel hat so eine gute Bewertung bekommen. Also, meinst du vorhin? Das ist so gar nicht deins, wa? Es ist so nicht meins. Mich wundert einfach nur, es ist jetzt nicht so. Sie können Suche. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch abwechslungsreicher wird mit. Ja, Level-Technik. Von Story schon. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kriegst du noch andere Waffen. Da frage ich mich auch, was der Unterschied ist, weil jede Waffe macht mit einem Schuss sofort Kill. Also drücke E. Dann such. Ja, die eine wird wahrscheinlich weiterschießen. Vielleicht auch zwei auf einmal treffen. Falls ich zum Beispiel die zwei nicht weiß, muss ich die jetzt ausschalten? Kann ich einfach an denen vorbeigehen? Habe ich was davon, wenn ich die ausschalte? Achte einfach nur drauf, ob die vielleicht hinter dir herkommen oder so, ob die auf dich reagieren. Du kannst ja ganz kurz rein bei der Tür und kannst ja gleich wieder raus, dann siehst du ja, ob sie quasi triggern. Okay, das ist länger als ganz kurz, aber. Mann. Hat auch länger gedauert, bis sie reagiert haben. Das ist halt so ein Trial and Error Spiel, ne? Man, das ist halt original, ist da Hotline Miami, Alter. Okay, Dynamit killt einen, also ich hab's in die Mitte geworfen, es killt einen halt auch an der Tür. Dynamit killt einen, da wissen wir das auch. Ja, halt auf der riesen Entfernung von der Tür bis zum Tisch. Ja, komm, habt ihr wieder was gereicht, Leute? Bildungsauftrag erreicht. Dynamit tötet. Oh nö. Und er mit zwei Schuss. Oh, oh. Er hat nur einen. Ich hab nur einen. Ah, oh, nee, warte, jetzt hab ich zwei. Oh, shit. Oh, Gott. Wow. Er feuert die ganze Zeit sein Dynamit aus allen Rohren, ey. Drück R. Nachladen, R. Es gibt dir nur drei Tasten. Okay. Also. Ding. Schon wieder Dynamit geworfen? Halt. Nö, ich wurde erschossen. Ich wollte eigentlich mich irgendwie versuchen zu schleichen, meinst du? So, dass sie dich nicht merken. Alter. Das hat geklappt. Nachladen. Oh Gott. Ich weiß nicht mal, wo ich danach da unten weiter soll. Also, wo es nach weitergeht.
die Übersichtlichkeit ist halt nicht ganz so geil wie bei Hotline Miami zum Beispiel. Also ich kann hier da auch nirgendwo hin. Das ist wow. Hat was mit mehr Farben schon ein bisschen einfacher. Und, hast du denn auch diese Perspektive? Ja. Ja. Okay. So, einmal probiere ich jetzt hier nochmal damit. Das ist ein bisschen intuitiver. Alter, ich sterbe sogar, wenn ich aus dem Raum draußen bin. Wie soll ich denn drei Leute mit einer Waffe so schnell killen? Vielleicht musst du sie gar nicht killen, sondern machst erstmal den unten fertig, der da rumläuft. Ja, aber dann kommen die anderen drei sofort rausgerannt. Das hatten wir auch schon zweimal. Du brauchst dann Dynamit in die Richtung. Du kannst ja hier ein Dynamit fallen lassen. Vor der Tür. Und wenn sie rauslaufen, erwischt du sie. Nee, das geht ja sofort hoch, sobald es... Nee, du musst ja erst F drücken, um es zu detonieren. Ups. Du kannst ja jetzt eh drücken. Du hast ein Messer in der Hand. Oh. Er geht mit dem Messer. Habe ich mich jetzt selbst verletzt, oder? Du hast die Ratte getötet. Achso. Du könntest aber auch das Messer. Okay. Genau, da hättest du jetzt das Dynamit platzieren können. Ich kann ja nicht platzieren, ich kann nur werfen. Du hättest aber auch mit dem Messer hingehen können und den Militärmann von hinten platt machen können. Oh. Sneaky. Hä? Oder für True Sam Fisher hier, oder was? Wart, bis er vorbei ist. Guck mal. Uiuiui. Jetzt werde ich nicht, muss ich eine Waffe hast du? Rechte Monster hast du. Keine Revolver, guck mal. Jetzt sind wir halt in diesem Außenbereich, wo ich vorhin schon nicht wirklich wusste, wie es hier wirklich weitergeht. Springen gibt's ja auch nicht. Kannst du über den Thron klettern oder konntest du gerade irgendwas sehen? Ja, ich kann hier in dieses Klo reingucken halt. Mhm. Aber ich habe auch schon Leertaste, STRG, Alt, Shift, Tab. Ich wüsste jetzt nicht, was Springen ist. Guck mal auf, schau dir mal die Steuerung an. Vielleicht gibt's da was. Schon mal da gibt's mit Sicherheit kein Springen. Das ist die Richtung. Das ist das Menü, okay. Das ist das Escape-Menü. Oh, ich warte mal. Okay. Aha. Interessant. Ups. Oh, leider rausgegangen. Ah, schade. Leider. Das Schließen wäre zum Schließen vom Menü zurück zum Spiel. Aber ja, schau mal in die Einstellungen. Okay. Steuerung. Um sie in Bach verwechseln, nach oben. Okay, ja, links, rechts. Dynamit, nachladen. Wissen wir alles? Okay. Dann. Jo. Dann gibt's wohl kein Springen. Ja, ich würde sagen, komm, wir machen mal eine kurze Folge. Okay. Mhm. Wir sind schon wieder. Ja, wir könnten Akt 1 laden. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wo das. Kannst du bis zum Ende springen, oder was? Offensichtlich, was ist... Ne, hier waren wir doch schon, oder? So gut wie tot. Ja, da fängst du dich an. Oh Gott, nö. Ja, was ist denn das für ein Menü? Also, das ist Escape. Ja. Also, es gibt offensichtlich nur... Na komm, dann gehen wir mal da an. Fangen wir mal an mit der Bewertung an. Puh, schwer. Also grafisch kann ich es noch irgendwie akzeptieren, obwohl es mir schon wieder zu wenig ist, so wie bei diesem Archäologenspiel da neulich. Wie hieß es noch? Achiro Shiner oder so. Achiro Shiner, ja. Genau. Ich bin halt in dem Punkt, ja, wie heißt das mal betitelt? Grafikhure, genau, da ist er. Wenn es mich nicht anspricht, dann spiele ich es halt nicht wirklich. Aber es. Vom Detail gerade geht's. Ich finde mit der Draufsicht finde ich irritierend, weil ich solche Spiele eigentlich fast nie spiele mit von oben irgendwas, außer jetzt wirklich die alten Strategiedinger. Aber das hier ist ja Ego Third Person von oben? Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Die Story Ego. Ist eher so. Ich hätte gesagt, ISO-Perspektive. ISO heißt ja. Sowas? Ich habe keine Ahnung, never gespielt sowas. Die Story finde ich merkwürdig, weil da wird immer jetzt halb am Verdursten, halb am Verhungern, kann damit aber dann mit den Gegenständen, die alle vor Ort sind, nichts machen und das Einzige, was man macht, ist Waffen, Munition und Geld sammeln
Und ich glaube, das killen. Ist kein Spiel, das man wegen der Story spielt. Ja, aber die Frage ist, was machst du denn? Ist das einfach wirklich nur durchrennen, ballern? Also es ja, ist es ist halt Art dieses... Du kommst halt in einen... Genau, du kommst in einen gewissen Flow, zumindest bei Hotline Miami, und musst halt gucken, wie du halt die Leute am effizientesten killst, ohne selber zu sterben. Und hast halt manchmal fies gesetzte Checkpoints, so wie in Dark Souls, kann man jetzt mal sagen, dass man halt irgendwie versucht, ins nächste Level zu kommen, und es gibt halt fiese Gegner oder Gegnermassen, die dich halt mit begrenzten Ressourcen versuchen zu stoppen. Also du hast begrenzte Ressourcen. Ja. Das mit dem Leben, ich meine, das macht mal eine Herausforderung, dass jede Berührung gefühlt sofort tötet. Ja, ich tue mich echt schwer. Also ich gebe den ganzen eine 4. Und das ist schon hoch. Für mich. Oh. Kann halt echt nicht viel mehr zu. Also es trifft mich nicht. Also wie nennt es, hupt mich nicht. So. Getroffen hat es dich ein paar Mal. Getroffen hat es mich ein paar Mal, aber mitgenommen hat es mich nicht. Ich mag den Grafikstil sehr. Ich finde den sehr, sehr geil. Sehr, sehr ansprechend. Ist mal im Gegensatz zu Hotline Miami, was ja alles sehr, sehr drogenmäßig wirkt, war alles bunt und knallig und so. Mhm. Hast du hier halt das Gegenteil grafisch, aber hast dasselbe Spielprinzip. Das Spielprinzip von Hotline Miami feiere ich halt total. Das ist richtig gut. Auch mit der Brutalität, die ja mehr oder weniger durch das verspritzte Blut und so weiter und das Landen der Leichen und so weiter dargestellt wird, kommt ja auch gut rüber. Ich finde, dass das zu diesem Szenario eigentlich ziemlich gut passt, weil die haben einen sehr, sehr geilen Stil dafür gewählt. Ja, ich meine, okay, dass du jetzt einen Mexikaner spielst, der sich da immer durchballert, interessiert mich in dem Fall nur sekundär. Weil halt an sich ist es halt dieses Trial-and-Error-Prinzip, was ich halt so interessant finde, ne? Du gehst einmal rein, okay, pass auf, das und das passiert, wenn ich den und den töte. Dann versuche ich das demnächst so und so. Und du hast ja keine großartigen Ladezeiten oder sowas dazwischen, ne? Du hast gar keine Ladezeiten dazwischen. Du bist direkt wieder am Anfang und kannst direkt wieder weitermachen. Kannst da was rausfinden und hier lang gehen. Ja, die Waffenvielfalt war bisher jetzt okay, war nicht groß, aber was willst du im Wilden Westen auch machen? Da hast du immer keine AK oder Co. gehabt. Von daher. Feilenburgen. Feilenburgen, au! Darum, ich bin da auf jeden Fall bei einer 7 von 10 bin ich gern dabei. Ist mir gerade schon mal wieder runtergeladen. Jetzt spielt auch nochmal das ein oder andere Ründchen. Ja. Aber wie gesagt, am besten an diesem Spiel finde ich tatsächlich den Grafikstil. Weil den feiere ich wirklich. Der sieht echt cool aus. Auch detailliert finde ich ihn ganz ansprechend. Somit da kocht ein Essen und da ist jemand los und die Ratten laufen dann durch die Gegend und so. Also, ja. 7 okay. Ist besser als 0, als 4 in dem Fall. 7 ist besser als 4, ja. Ja, ich finde. Ich liebe Western. Also, jeder Spieler, der irgendwie ein Western-Setting hat, hat bei mir schon mal 3 Punkte automatisch, glaube ich. Wow. Ich mag, also der Grafikstil ist interessant. Ich finde nur, manchmal merkt man nicht so richtig, was gerade abgeht. So wie der andere manchmal die Situation hatte. Ist das jetzt ein Gegner? Ist das jetzt ein Freund? Gefühlt mag er dann eigentlich eh alles töten. Aber vielleicht ist das auch neutraler. Muss man den unbedingt töten? Also die Übersicht ist nicht so gut. Die ist in Hotline Miami besser gelöst. Deswegen würde ich generell sagen, Hotline Miami das coolere Spiel, wo man eher in den Flow kommt als hier. Ich glaube, ich muss mir gleich mal angucken, was dieses Hotline Miami ist. Ja gut, wenn du mit dem Spielprinzip nichts anfangen kannst, dann wirst du Hotline Miami auch nichts abgewinnen. Ja, aber dass ich mal sehe, womit ihr das Ganze die ganze Zeit vergleicht, damit ich mal mir irgendwie ein Bild dazu machen kann. Ja. Benotung, boah. Komm, da kommt eine 6 vor, ich gebe eine 6. Oh, wow. Es kommt auch eine 12 vor. Ah, nee. Das Überspiel. Ja, gut, die Freunde. Dann bedanke ich mich beim Candy und beim Valvo fürs Mitmachen. 6,12. Der 6,12, Juan. Wow. Der Juan bedankt sich auch bei den Zuschauern. Der Juan war cool, der hat allein. Der hat allein 0,12 Punkte verdient. Juan.
Ja, hätte Kenny das Spiel vertont, dann hätte ich dem jetzt auch eine 5 gegeben, glaube ich. Ah! Ah, ich hab's doch für dich vertont. Ja, für mich, aber nicht das Spiel selbst. Also sobald das Spiel selbst spielst, ist stumm. Sobald du es spielst, lädst du mich ein und dann mache ich Synchronisierung für dich. Weiter synchronisieren. Bin ich auch vor Arbeit. Ey, ja, kenn ich gerne. 12 ist besser als ich. Alles klar, Juan ist da. Nenn mich Juan. Stehst du so auf der Arbeit? Nein, nenn mich Juan. Stehst du so auf der Arbeit mit dem Telefon und komm, hola, amigo. Entschuldige, Chef, warte, kleine Moment, Ahnung, Spiel, weißt du. Wie bei Malcolm mittendrin damals. Nenn mich Juanita. Ja, war so geil. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Und dann sehen wir uns alle beim nächsten Projekt wieder. Bis weiterspielen so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Macht's gut. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal, Gringos. Wir sehen uns in der Hölle. Arrivederci. Arriba, arriba. Andale, andale.